So, hier mal ein Video von der unterirdischen Station Cabanyal, also dem Stadtteil, der am Mittelmeer liegt. Ne? Die Bahn fährt hier unterirdisch, nicht nur die Regionalbahn, sondern auch die Media Distancia Züge, also die Fernzüge, fahren hier auch unterirdisch. Das ist das Besondere, dass die eben auch diesen Tunnel mitbenutzen. Also quasi alle. Und jetzt sehen wir gerade den Zug, ne? Der fährt jetzt weg nach Castellón. Ja, die machen immer so einen Lärm. Ne? Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, dass man in Spanien eben die Zugstrecken unter die Erde gelegt hat. Und das ist einfach sinnvoll. Und das hat man eben hier auch mit den Fernzügen gemacht. Man hat also quasi Tunnelstrecken errichtet, um den Regional- und Fernverkehr unter der Erde zu haben. Dass man also dann den Platz frei hat. Und zwar eben konsequent und nicht wie bei uns in Deutschland nur die S-Bahnen untertunnelt. In Hamburg und Stuttgart und München und so weiter. Sondern auch die Regional- und Fernzüge untertunnelt. Und das ist eben das wieder, wo Spanien wieder mal konsequenter ist. Wie bei so vielen Dingen. Wie ich schon sagte, es ist nicht alles hier schlecht. Es gibt hier ein paar Dinge, die das Land besser gemacht hat, meiner Meinung nach, als Deutschland. Das ist so. Zum Beispiel das hier. Ne, dass Valencia eben auch unterirdische Stationen für normale Züge hat. Deswegen ist hier das Zugsymbol und nicht die S-Bahn. Weil man eben hier auch die Regional- und Fernzüge unter der Erde hat. Ne? Das hier ist dann der Bahnhof. Und hier kannst du eben die Fahrkarten kaufen. An drei Automaten. Damit es kein Gedränge gibt, gibt es eben drei Automaten. Und nicht nur eine. Ja, nicht nur ein. Ne? So. Hier sind dann die Busse. Und das ist dann der Bahnhof. Ja. Das Wetter ist natürlich Bombe, keine Frage. Ja, das ist so. Ne, und so, und hier sieht man eben dann, dass man dann unter die Erde fährt, um die Züge zu erreichen. Und man hat in Spanien eben sehr, sehr viele Tunnelstationen errichtet. Nicht nur hier, sondern auch in Madrid, Sevilla und so weiter und so fort.
Ja.